Ja, Leute, lange ist es her. Nun ist es endlich wieder soweit. Dragon Ball Xenoverse 2 geht weiter und wir wurden mal wieder aus Freezers Orbiter gerufen. Gleich dazu möchte ich sagen, egal was hier jetzt gleich passiert, es wird wahrscheinlich ein bisschen zäh laufen. Ich habe die Steuerung nicht mehr so wirklich im Kopf und vermutlich auch nicht mehr in den Fingern. Weil das Problem ist, ich habe jetzt privat sehr, sehr viel Tenkaichi 2 gezockt. Und Xenoverse 2 tatsächlich seit der letzten Let's Play-Aufnahme auch nicht mehr aufgerufen. Ja, und das hat zur Folge, dass ich jetzt wahrscheinlich erstmal ein bisschen brauche, bis ich die Steuerung wieder drin habe. Das heißt, es könnte durchaus sein, dass ich hier jetzt Probleme bekomme im Kampf gegen Freezer, falls wir gegen Freezer wieder kämpfen sollen. Und es sieht ja sehr stark danach aus, weil Freezer wird ja auch nicht gerade schwächer. Und ja, deswegen, ich habe ein bisschen Angst, aber wir gucken mal. Yes. Ausgezeichnetes Timing. Ich will, dass du heute mit mir zusammen trainierst. Ja. Okay, Kämpfer, jetzt wolltest du mich töten, blablabla, das kennen wir. Ja, der höchste Schwierigkeitsgrad. Leck mich an der Kimme. Das wird schwierig. Die Macht des Kaisers 3. Besiege Freezer, denn niemand ist fieser als Freezer. So, wir ziehen Raid an und schauen mal, wie das läuft. Ich hoffe, dass wir das halbwegs hinbekommen. Er muss natürlich nur mit seinem Schwanz wedeln und schon bringt das gar nichts mehr, dass ich mich hinter ihn teleportiert habe. Alter. Da geht schon los. Wie lädt man Ki auf? Halt. Da habe ich doch eine Fähigkeit für, genau. Ja, es ist tatsächlich ein bisschen draus, bin ich jetzt wieder. Das heißt, ich werde mich jetzt hier wahrscheinlich vornehmlich erstmal aufs Kloppen beschränken, dass ich da bestmöglichst wieder reinkomme. Na, das Timing hat eben zumindest halbwegs noch gestimmt. Genau, so lade ich auch Ki auf, wunderbar. Okay, wir haben glücklicherweise relativ viel Energie. Und das könnte ein Vorteil sein. Falls wir uns jetzt hier ein paar Leichtsinnsfehler erlauben. Dass der Typ uns nicht sofort fertig macht. Außerdem habe ich ja immer noch Energie gespamme. Oh. Theoretisch habe ich Energie gespamme. Praktisch war das wohl nichts. Alter. Speedster. Fang dich. Was zur Hölle? Warum hängst du da so rum? So, zack. Oh, er hat nicht mehr viel Energie und vielleicht können wir es beenden. Okay, das war viel einfacher, als ich dachte. Da ich mir gar nicht solche Sorgen machen brauchen. Nichtsdestotrotz, ich muss mich wieder reinfinden, also. Gucken, aber egal. Level, jetzt haben wir Level 60, wunderbar. Ich kann ja mal so ein bisschen darüber reden, was ich jetzt vorhab. Mit diesem Let's Play. Reden wir erstmal mit Freezer. Krillin bietet jetzt eine Speziallektion im Geschäftsviertel an, das ist ja cool. Wahrscheinlich wieder Milch ausliefern. Das war ein guter Kampf, dank dir bin ich jetzt stärker als je zuvor. Gut. Und zwar, was habe ich mit diesem Let's Play vor? Natürlich, wir sind bereits Freezers rechte Hand, aber wir wollen natürlich sämtliche Freezer-Orbiter-Missionen noch abschließen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist selbstredend natürlich die Story. Die will ich natürlich auch abschließen komplett. Alles andere wäre relativ komisch, wenn ich das nicht machen würde. Ja, und der Rest. Der Rest wird allerdings von mir... Insofern, nee, nicht ganz. Es gibt ja noch Nebenmissionen. Genau, es gibt ja noch, wenn ihr jetzt hier guckt, Quest-Events, diese mit dem blauen Ausrufezeichen oder mit dem weißen Ausrufezeichen auf blauem Grund, die möchte ich eigentlich nach Möglichkeit auch alle zeigen. Ich weiß halt nicht, wie viele da noch kommen. Das kann sein, dass ich sie nie alle fertig kriege, das weiß ich nicht. Aber da versuche ich zumindest alle zu zeigen. Und alles, was wir sonst haben, die Expertenmissionen, die Parallelquests etc. und auch die anderen Zeitspalt-Evente, die jetzt außerhalb von Freezer stattfinden, die würde ich höchstens noch anreißen irgendwie mal kurz. Also die Expertenmissionen würde ich natürlich vielleicht mal, da würde ich mir eine entsprechende Gruppe dann mal mit dazu holen, dass wir die mal gemeinsam machen können. Zumindest ein paar, also nicht alle, aber zumindest ein paar, dass ich die mal gezeigt habe. Aber sowas wie Parallelquests oder so, das ist nicht interessant. Genug, finde ich. Es gibt natürlich schon ein paar coole Kämpfe, aber ich glaube, das würde viel zu viel Zeit fressen. Da haben wir über 100 davon und wirklich voranbringen tut es uns auch nicht. Insofern würde ich auf die verzichten. Und was ich auch sagen muss,
und das sage ich aus Zeitgründen, ich werde wahrscheinlich darauf verzichten, den DLC-Content mir noch zuzulegen. Also aktuell habe ich ihn nicht, ich habe dafür noch kein Geld ausgegeben. Season Pass etc. habe ich also nicht. Das heißt, den müsste ich mir dazu kaufen und ich glaube, das werde ich nicht mehr machen. Zumindest vorerst nicht. Weil es ist jetzt folgende Situation. Ich erzähle es nochmal kurz, bevor wir mit Krillin reden. Es ist folgende Situation. Ich werde im September spätestens in eine Pause gehen müssen und spätestens dann soll auch wirklich Tenkaichi 2 losgehen. Ich habe auch das Gefühl, dass an Tenkaichi 2, an Unreal Let's Play etc., dass da vielleicht mehr Interesse dran herrscht als an Xenoverse 2. Insofern würde ich das dann bevorzugen. Und man kann immer noch, was weiß ich, man kann immer noch in 2018 oder so sagen, dass man vielleicht den DLC-Content noch nachholt irgendwie oder zumindest in irgendeiner Art und Weise noch zeigt. Nur würde ich das Projekt tatsächlich relativ bald, also zumindest, ich sag mal so, bis spätestens Mitte, Ende August will ich tatsächlich mit Xenoverse 2 durch sein. Und deswegen, ja, will ich dann entsprechend nur noch das Wichtigste zeigen. Okay, gut, reden wir mal mit Krillin. Was hast du für eine Speziallektion für uns? Sollen wir wieder Milch ausliefern? Oh, Tatsache, das ist Milch ausliefern. Wir probieren es noch einmal. Das ist ein gutes Training. Denk daran, dass du in Übung nicht fliegen kannst. Du scheiterst auch, wenn du von weiter oben herabspringst. So, legen wir los. La 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 li la 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 li la ha li. So. Wem müssen wir denn die Milch bringen? Dem da hinten wahrscheinlich. Pasta. Pasta ist ein toller Name übrigens. Samonai haben wir auch hier. Ja, bestimmt Samonai. Nein, wie könnte ich mich über ein Mitglied des Freezer-Clans lustig? Oh, es hängt hier so schrecklich. Ich glaube, das alleine lässt die Milchlieferung so fürchterlich werden. Oh, es ist... Ist es Samonai? Ist Samonai derjenige, dem wir die... Oder ist es Izaru? Wir reden mal mit Izaru. Ah, nee, da scheint es nicht zu sein. Ich kann nur Charakterinfo machen. Wo ist denn? Doch Samonai? Oder ist das vielleicht jemanden, der da oben auf der Brücke hockt? Oh Gott, dieser Lag. Das ist auch nur Charakterinfo. Wir gehen mal hier hoch. Ich guck mal oben. Vasari. Könnte das sein? Reden wir mal mit Vasari. Okay, sag bloß, du kannst noch nicht fliegen. Was ein Nichtskönner. Alter. Ich habe längst meine Erlaubnis zu fliegen. So, wer will denn Milch von mir? Wer will denn... Ah, hier, Kiryu. Hallo, Kiryu. Lolloli, lolli, lolli. Du bist viel größer als ich. Hurra, da ist sie ja. Ohne Milch fängt der Tag einfach nicht richtig an. Du hast alle Lieferungen erledigt. Das solltest du Krillin berichten. Lolloli, la, hey, die, hey, ho. Oh, shit. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Du bist an einem fucking Geländer hängen geblieben und da war mir so viel Zeit verschwendet. Okay. Yippie. Machen wir denn jetzt? Jetzt macht es, glaube ich, keinen Sinn mehr, noch eine Story anzufangen. Machen wir vielleicht mal, dass wir für einen. Das ist so ein netter Wiedereinstieg. Ich würde sagen, dieser Part ist jetzt einfach mal ein netter Wiedereinstieg. Boah! Wir machen mal eine Parallelquest. Das ist so fürchterlich hier, dass das hier so laggt. Okay. Was nehmen wir denn mal? Nehmen wir mal einer da. Komm. Nehmen wir einer der etwas schwierigeren Zukunftskrieger. Papa stirbt nicht. Besiege Broly und Majin Buu. Das klingt doch interessant. Das klingt nach zwei heftigen Gegnern für Speedster. Okay. Wählen wir Speedster aus und in unser Team kommt natürlich niemand Geringeres als Yamchu. Hallo Yamchu übrigens.
Und nehmen wir den zu ihrem Schuh mit dazu. Nehmen wir mal den goldenen Freezer, weil es dreht sich ja demnächst auch wieder alles um den goldenen Freezer in der Story. Und die machen wir dann noch beim nächsten Mal weiter. Also es wird interessant. Okay, eine Parallelquest und dann beenden wir den Part für heute mal. Yippie! Oh je. Und ich hoffe, das hört man jetzt nicht allzu arg auf meinem Mikrofon. Weil es ist ja immer relativ so eingestellt, dass ihr auch schön alle Nebengeräusche hier mitbekommt. Das hat gerade ziemlich übel gedonnert. Oh Mann. Also, das war nicht mein Gedärm, das war draußen der Donner. So, okay. Yeah. Majin Buu, ich mach dich fertig im Nu. Das ging nicht so gut. Würde ich auch lieber Broly fertig machen. Auf der anderen Seite Majin Buu verkloppen, so eine Gelegenheit. Sollte man sich niemals entgehen lassen. Oh yeah, oh, da guckst du. Da guckst du, wie du guckst. Dich werde ich auslöschen. Oh yeah, aua, 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 aua. Ha! Ausgewichen. Nicht getroffen, Schnaps gesoffen. So, okay. Was man eventuell auch mal zeigen könnte, wären vielleicht Online-Kämpfe. Es finden ja immer diese Online-Events statt. Und irgendwie komme ich da immer nur in Räume rein, wo dann niemand mich annimmt. Oder ich finde da irgendwie niemand in diesen Räumen. Komm. Komm, Bonbon, Speedster. Aber das könnte ich eventuell, so ein Online-Event könnte ich eventuell auch nochmal zeigen. Ja, genau. Also ich will natürlich alles nochmal irgendwie anreißen. Nur, wenn ich das wirklich alles komplett zeige, dann sind wir in einem Jahr noch nicht durch. Und ich will nicht zwei Dragon Ball-Projekte parallel laufen lassen. Das ist... Der Kanal soll nicht zu Dragon Ball-lastig werden. Das ist einfach nicht der... Sagen wir mal so, das ist nicht der Schwerpunkt, den ich will. Für Weehawk und... Zumal sowieso ein bisschen Tabula Rasa ansteht, was den Content angeht ab 2018. Dass ich da mal gucken muss, dass ich eventuell ein bisschen auf kürzere Projekte eher gehe. Sowas wie... Ich könnte mir vorstellen, sowas wie dieses Dragon Ball Fighter Z, was da rauskommt, oder Dragon Ball Fighters, je nachdem, wie man es ausspricht, könnte eventuell vom Umfang her was sein, was relativ interessant wäre, vielleicht für nächstes Jahr. Es scheint ja wirklich ein reines Beat'em-up zu sein. Ohne jetzt großartige Story oder sonst was, oder. Naja, vielleicht schon ein bisschen. Na, Story wird es sicherlich auch geben. Ich weiß es jetzt nicht genau, ich habe nicht allzu viel mitbekommen. Aber das scheint vom Umfang her jetzt nicht so riesig zu sein. Das wär zum Beispiel was man mal zeigen könnte. Auch Dragon Ball bezogen nächstes Jahr natürlich. Weil ich muss echt mal gucken. Ich kann mir echt keine Riesenprojekte momentan leisten. Weil ihr merkt das gerade bei diesem Projekt. Das hatte wahnsinnig viele Pausen. Auch jetzt aktuell waren wieder 2 Wochen Pause zwischendrin. Bis ich endlich mal hier weitergemacht habe. Und ja, da sind mir kürzere Projekte lieber, dass sowas nicht dauernd... Der Fall ist, es tut mir auch leid für alle, die die Xenoverse 2 gerne gucken. Tut mir natürlich auch leid, dass das jetzt so ewig lange gedauert hat. Ja, schön. Endlich hat diese Combo mal wieder hingehauen. Und jetzt erledigen wir es. Schluss jetzt, Broly. Du hast keine Chance gegen die rechte Hand von Freezer. Yeah! Das war ein schöner Finisher. Aber da kommt noch wer. Wer kommt denn da? Eider daraus. Oh. Oh ja. Das ist nett. Das ist wirklich nett. Das ist nett, nett. Ich hab's gewusst. Seht ihr, was der für eine Energie hat? Wahnsinn. Gegen den kämpfen wir jetzt wahrscheinlich auch die 11 Minuten, die wir noch übrig haben. Und ich dachte, ich zeig mal eben noch schnell eine Parallelquest. Und mach sonst nichts anderes. Oh Mann. Ah.
Oh Broly! Oh Toodles! Ja, das Mickey Mouse Wunderhaus. Darf natürlich auch nicht viel. Ah! Oh Toodles! Ey, Toodles? Was machst du hier? Warum ist, seit wann ist Toodles eigentlich so muskulös und hat so mörder viel Kraft und ist ein legendärer Super Saiyajin? Yeah-hey. So läuft das hier. So habe ich mir das gewünscht. Aber Broly hat immer noch Wahnsinn, er hat der eine Energie. Aua. Und langsam muss ich aufpassen. Nicht, dass der Kleine hier aufmüpfig wird. Das wollen wir aber überhaupt nicht. Könnte diese Quest doch zu viel für mich gewesen sein? Ich habe keine Energiekapseln mehr. Nur noch die Energiekapsel M. Die muss ich mir auch dringend wieder kaufen, sonst habe ich überhaupt keine Chance in der Story wahrscheinlich mehr. Auf der anderen Seite, ich weiß gar nicht, ob so schlecht bin ich mit Level 60 oder fast Level 60, glaube ich, gar nicht gelevelt. Also, das könnte so vielleicht sogar hinhauen. So, Broly, könntest du jetzt bitte mal ein bisschen mehr Energie verlieren? Das wäre ja mal ganz... Oh Gott. Haltet ihn fest, nagelt ihn fest! Dass meine Distrusco ist. Jetzt fängt dieser Sprachfehler schon wieder an. Dass die endlich mal treffen. So, Broly! Mensch! Ich mach dich fertig. So, Kumpelchen. Ja, so läuft das. Allmählich kommen die Kombos wieder. Es läuft schon irgendwie. Man muss sich nur anstrengen. Heute schlägt Speeds das große Stunde. Oh je. Der hat so wahnsinnig viel Energie, dieser Typ. Gut. Ich habe schon gedacht, er schlägt mich jetzt. Dass ich gegenwärtig den Finisher anbringen konnte. Und jetzt ihn ordentlich in den Rücken... Ah, der muss halt abend Rückenschmerzen haben, der arme Kerl. Mit dem, was ich hier mit seinem Rücken die ganze Zeit veranstalte. Aber er denkt sich wahrscheinlich eh den ganzen Abend nur Kakarot! So kennen wir Broly, ja. Immerhin, er musste nicht viel Text lernen. In den Movies, in denen er aufgetaucht ist. Okay. Aber ich auch nicht. Das ist das Gute am Displayer sein. Du brauchst keine Texte, du kannst einfach drauf losreden, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Keine Texte auswendig lernen, so muss das sein. Ah, das ging mal in die Hose. Ich hätte ausweichen können. Ich hatte zig Gelegenheiten, da jetzt auszuweichen, da einfach wegzugehen. Was mache ich? Ich schlag weiter auf ihn ein und lass mich von dem Strahl treffen. Das war eine eher ungünstige Entscheidung. Weil er hat immer noch, naja, nicht mehr so viel Energie, aber das ist dann doch am Ende schneller vorbei, als man denkt. Zum Glück habe ich hier sehr viele Mitstreiter, sehr viele, ich sage einfach mal, fähige Mitstreiter. Vor allem Yamchu. Yeah, oh, das war gut. Da passt das schon. Nee, komm, das. Jetzt brauchen wir wirklich keine Sorgen mehr machen. Das kriegen wir hin. Hör mal auf mit der. Und ich sagte, ich brauche mir keine Sorgen mehr machen. So, Schluss jetzt, Broly. Meine Güte. Wie konntest du da ausweichen? Ich befehle dir, nicht auszuweichen. Oh shit. Jetzt wird's doch nochmal spannend hier. Oh. Wo kam das denn jetzt bitte noch her? So, jetzt aber. Ich glaub's nicht. Das hat immer noch nicht gereicht. Dass das hier jetzt am Ende noch knapp werden muss, war allerdings nicht meine Absicht. So, das war's. Ultimativer Finisher. Wir haben es geschafft. Aber 5 gegen 1. Da ist das dann natürlich auch ein bisschen einfacher, ne? Aber immerhin, dafür haben wir Brodys Kleidung bekommen. Das ist natürlich auch cool. Dann hat sich diese Parallelquest doch gelohnt. Gut, also beim nächsten Mal geht's mit der Story weiter.
Ja, und ich werde noch ein bisschen üben müssen. Also, bis dahin, euer Weehawk.